Ist, wenn man zu Allah zurückkehrt und wieder anfängt zu beten, muss man die versäumten Gebete nachholen. Anna, Alhamdulillah, dass jemand At-Tauba gekriegt hat, das ist auch eine richtige Gelegenheit, eine gute Sache, eine gute Chance. Und wenn jemand nicht gebetet hat, das heißt, es gibt manche Gelehrte, die haben gesagt, er braucht das nicht nachzuholen. Warum? Weil لأنه تاب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال, wenn jemand Tauba gemacht hat, لأن التوبة تجب ما قبل. التوبة تجب ما قبل. Alles, was du also vorher gemacht hast, solange du Tauba machst, Alhamdulillah, es wird alles, sogar auch alles gut geschrieben. Aber mit Gebet, manche Gelehrte haben gesagt, alles, was du nicht vorher gebetet hast, besser, wenn du so viel Nawafil machst, so viel Qiyam al-Layl machst. Es gibt eine Meinung auch, die sagen, dass du bei jedem Gebet machst du zwei Gebete. Zum Beispiel Fajr zweimal, Dhuhr zweimal, aber es ist eine schwache Meinung. Das heißt, nur wenn jemand richtige Taubatul Nasuh gemacht hat, er muss einfach pünktlich beten und viel Nawafil machen und viel Qiyam al-Layl machen. Wenn er so ist, Allah wird ihm inshallah auch vergeben, solange er die richtigen Weg auch gefunden hat. Allahu a'lam.